Habt ihr noch Kraft für eine weitere Band? Habt ihr auch noch Kraft für zwei weitere Bands? Das trifft sich ganz hervorragend, denn genauso viele haben wir noch für euch. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, euch in diesem Moment einen historischen Augenblick präsentieren zu dürfen beim Green Juice Festival. Eigentlich hatten wir für jetzt die erste Band aus Übersee in der Geschichte des Green Juice Festivals angedacht, aber Zebrite mussten uns leider absagen. Aber wir haben uns auf Mutterns altes Sprichwort besonnen und haben uns gedacht, wozu in die Ferne schweifen? Wozu sollen wir Punkrock-Legenden aus Kalifornien holen, wenn wir genauso gut Punkrock-Legenden aus Schwarzenbeck, Schleswig-Holstein holen können, wenn diese sogar auch noch hier Geschichte schreiben? Denn diese Bands, die ihr jetzt gleich sehen werdet, kürzt sich jetzt gleich selber zur absoluten, alleinigen Rekordband beim Green Juice Festival. Ihr dritter Auftritt nach 2010 und 2012, 2018 sind sie wieder hier. Den feierlichsten Applaus für Montreal! Perfekt. Wir mussten nur unsere lieben Freunde von Zebrahead ein wenig, ihr kennt das schon. Es tut uns leid, dass sie nicht hier sind. Aber ich bin ein bisschen empört. Letztes Mal war hier noch ein LKW. Wer von euch war 2011 hier? 10 oder 12. 10 oder 12. Ja, das hat ein bisschen Gestalt angenommen. Wir sind ein bisschen überrascht. Ja, positiv natürlich. Liebe Freunde, falls ihr euch heute ein bisschen nicht benehmen wollt, ist okay. Wir haben die Freunde vom WDR da. Der Rockpalast zeichnet heute auf und sendet live. Wenn ihr irgendwie eine Kamera seht, winkt gerne mal. Das mögen sie gerne für zu Hause. Grüße und alles. Aber ihr habt ja offensichtlich alle kein Internet, weil ihr habt ja nicht mitgekriegt, dass Zebrahead ausfällt. Ihr seid ja trotzdem da. Ja, da müsst ihr jetzt durch. Schön, wir spielen übrigens langes Set. 2,5 Stunden. Dafür spielen die Donuts kürzer. Nur 2 Lieder. Irgendwas ist aber die immer, sind geil. Die sind richtig geil. Sind von Beatsticks. Wir spielen erstmal ein kleines sentimentales Stück. Gruß an Zebrahead in den USA, die immer noch mit der Logistik am Kämpfen sind da. Es ist auch knifflig herzukommen. Ein trauriges Lied zum Innehalten, zum Nachdenken. Es heißt Intro. Noch trauriger, bitte. Alle Mundwinkel runter, alle Mundwinkel. Ja. Ihr seht nicht nur, das Green Juice hat sich weiterentwickelt. Muss noch was gehen hier. Nur an die heißen Orte. Will tanzen noch auf Gräbern, so wie Westernhagen. Will heute endlich was mit deinen beiden Schwestern haben. Es soll der Shampoo fließen und zwar in alle Löcher. Was soll das Fingerhütchen? Gib mir den großen Becher. Ich lass die Korken knallen, als wär kein Morgen da. Ich will Ekstase und Gefahr. Aber du kommst hier mit Kino. Kino, das ist sicher auch ein super Plan. Du kommst hier mit Kino. Kino, da laufen Ton und Bild. Tüte Popcorn schläft man ein. Kann ein Sonntagabend schöner sein. Kommst du mir, ich mit Kino, Kino. Ich will Konfetti-Schlacht, ich will Feuerwerk. Die Karte rauf und runter, bis ich bescheuert werd. Ich will im Morgengrauen mir noch was sagen lassen. Will unseren Monatslohn in dieser eine Nacht verprassen. Ich will Karaoke, ich will Sprintrabatte. Ich will fremdes Blut auf deinem. Kino, Kino, da laufen Tour und Bild ganz simultan. Nach
wir lösen uns jetzt auf und kommen nie wieder zurück. Diese Tour ist garantiert die letzte. Man hört sie diese Worte, war geschockt und musste gleich. Keine Band wird sie jemals ersetzen. Aus der Siebren. Keinen Löcher Abschied, dann mal Zusatzkonzert. Schon war die Band für alle Zeit Geschichte. Doch gefühlt zwei Wochen später gab es wieder Zauberhand. Schon die ersten Lehren und das Gerücht. Komm schon! Danke, dass ihr endlich wieder da seid. Ich kann auch gar nicht glauben, dass es wahr ist. Danke, dass ihr zurück seid. Mit dem macht mich nichts ein Comeback dieses Jahr. Als immer zuvor, so sollte man zumindest erstmal schätzen, da sie beide Teile ihrer Ursprungsformation durch jede Menge frisches Blut ersetzten. Ein Shame, wer da behauptet, Yoshi ging es ums Geld. Das ist doch alles neidisches Geläster. Das neue Album hat nach ihrem Studiobericht auf jeden Fall mehr Knaller als Silvester. Danke, dass ihr endlich wieder da seid. Ich kann noch gar nicht glauben, dass es wahr ist. Muss es einfach bleiben. Beste und größte, wichtigste Stadt hier. Außer natürlich, sind auch Kölner da? Na sowas. Auch wichtige Stadt, kann man nicht runterreden. Wir sind ja sehr gern und oft in dieser Region und wir stellen fest, ihr habt uns und unserer Heimat was voraus. Wir kommen aus Hamburg und wohnen in Berlin und in beiden Städten gleichermaßen ist es mit dem öffentlichen Nahverkehr einfach nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Man darf keinen Alkohol trinken und keine Musik hören. Das ist scheiße. Seitdem Bands sogar neuerdings mit der Bahn auf Tour fahren, habe ich gehört, ist es besonders dringend. Wir erwägen, ganz aktuell nach Bonn zu ziehen, wenn der öffentliche Nahverkehr uns hier ein attraktives Angebot machen kann. Der mit Musik und leichter Getränkeversorgung. Wir wollen uns ja nicht vollsaufen, sondern nur für den Geschmack. Just to wet the whistle. Deshalb fordern wir eine leichte, friedliche, erstmal für den Anfang, Wortmann-Revolution. Eingezählt von Max Pop. Mach den Walkman leiser
oder geh zu Fuß. Geh zu Fuß, mach den Worten leiser. Oder geh zu Fuß. Geh zu Fuß, mach den Worten leiser. Oder geh zu Fuß. Aufmerksam, zumal, wie gesagt, der mitgefilmt wird. Uns wurde angedroht, wir kriegen eine DVD von diesem Konzert. Oh. Das könnte unsere Auflösung bedingen. Final. Es ist tatsächlich so, wir fühlen uns heute so ein bisschen so wie Leute, die nicht eingeladen waren auf der Gartenparty. Also wie immer. Und plus eins rein durch die Hecke sich reingeschummelt haben. Aber dafür ist ein ganz gutes Fest hier, das finden wir gut. Für Zebrahead natürlich ärgerlich. Aber sie haben uns versprochen, sie kommen dafür nächstes Jahr. Haben sie? Bestimmt. Die sind cool drauf, die kommen nächstes Jahr, für umsonst. Ist dann auch so. Wo sind denn die Zebrahead-Fans? Wer ist jetzt richtig trau... Oh, ah. Oh, aber das, ihr tragt es mit Fassung, ich sehe das. Ihr seid sehr, sehr faire Sportsleute, das ist wirklich... Das könnte auch härter sein, ihr Fans. Allen, das wissen wir sehr zu schätzen. Was? Nazis raus. Kassierer. Ach so. Wie? Hier gab es schon ein Kommunikationsproblem. Vor allem, er hat einen bösen Onkelsaufnäher und ruft Kassierer. Das finde ich sehr ambivalent, mein Freund. Ich glaube, er ruft Nazis raus. Für sich selber. Sind Zebrahead Nazis? Das sind Amis. Das wusste ich ja gar nicht. Wir spielen jetzt ein Lied für alle Leute, die heute aus logistischen Gründen nicht hier sind. Es heißt Auf der faulen Haut. Genau. Die Wahrheit liegt im Nebel, man kann sie kaum noch sehen. Käse liegt im Kühlschrank und Paris liegt an der Seine. Die Henne legt die Eier. Batterie. So sehr der Zeug sich nie gelegen hat er nie. Studenten liegen
Leute legen auf der Etikette Wert. Aber liegt ihnen am Herzen, dass man retten Mäuser gern. Ein Händler im Rat, da legt mit Feuer einfach los. Und ohne Überlegung ist der Schaden noch sehr groß. Und mein Verleger legt mir eine Vertragsverlage vor. Seitdem liegt mir mein Anwalt in den Ohren. Und einfach nicht! Ich am besten nicht mit Ego allein. Bonn, könnt ihr das? Richtig falsch!
hier. Sollten öfter in Bonn spielen. Ja. Oh, ja, du hast recht. Erste Liedwünsche hier aus dem Publikum, das ist gut. Das ist aber er weiß einfach, dass das immer der letzte Song ist, deshalb wünscht er ihn sich jetzt schon. Wir müssen euch enttäuschen. Kassierer, haben die schon mal hier gespielt? Oder sogar dreimal? Ich glaube nämlich nicht. Aber Julian hier, lieber Veranstalter. Anscheinend gibt es hier nicht nur Lied, sondern auch Bandwünsche. 5 Leute würden nächstes Jahr gerne die Kassierer sehen, wenn das irgendwie sich einrichten lässt. Wird super. Und ich glaube, Zebrahead ist auch willkommen. Kommen ja schließlich umsonst, wie wir jüngst erfahren haben. Wir haben fast, was ist fast, genauso gut wie die Kassierer, oder? Und Zebrahead zusammen, liebe Freunde, möchten euch jetzt jemand ganz Besonderen vorstellen. Es ist für ihn ein besonderer Tag. Er ist heute Morgen aufgestanden und hat gesagt, Hirsch, Jonas, ich freue mich. Endlich wieder Green Juice Festival, endlich wieder Bonn. Ich möchte selber nach vorne kommen und die Leute begrüßen. Er hatte die Schnauze voll von Rhein in Flammen, er wollte unbedingt wieder hierher. Rheinkultur, persönlich eingestampft hat das. Er hat gesagt, ich spiele nur noch beim Green Juice. Bitte, begrüßt den Paten des Festivals, höchstpersönlich am Schlagzeug sitzen, den schlausten und schönsten Mann der Band. Hier ist Mr. Max Power! Er hat gesagt, ich habe die Schnauze voll. Ich spiele nicht mehr in Köln. Ich will endlich in Bonn spielen. Natürlich. Aber einmal muss er noch nach Köln. Einmal muss er noch an Köln. Max Power. Er ist auch immer menschlich geblieben. Nah dran an den Leuten. Guck mal hier einfach, was für ein lockerer Typ. Wenn jetzt ein Lastwagen da wäre, er würde springen, glaube ich. Damals, als wir das erste und zweite Mal gespielt haben, da konnte er noch persönlich jeden Einzelnen begrüßen. Es ist ein bisschen auch ein schöner Effekt, dass es nicht mehr geht, aber er wird euch natürlich auch begrüßen mit seiner Salbei-Stimme. Er ist ein bisschen schüchtern, das muss man auch mal dazu sagen. Er wird wahrscheinlich nicht viel sagen, sondern irgendwie sowas wie, Hallo, Bonn. Und ihr, liebe Bonnerinnen und Bonner, gut erzogen seid ihr, das wissen wir seit Jahren. Begrüßt ihn bitte mit den schönen Worten, Hallo, Max Power. Erstmal Hallo, Bonn. Hallo, Bonn. Er ist kein Unbekannter, das kann man ganz klar sehen. Natürlich. Bonn hat sich vorbereitet. Da muss man an der Stelle mal kurz fragen. Sollen wir ihm ein Lied spielen? Ja! Ja! Das war ja wie aus einer Kehle. Es ist ein Lied auf Englisch. Für die Schlauen, für die Studenten. Oh, Eiswürfel kommen aus Zauber. Ein Applaus für Niklas! Es sind die Leute hinter den Kulissen. Ich finde auch schön, wie er in der Hocke, als ob ihn so keiner sieht. Du bist kaum zu sehen im Netz jetzt. Vielleicht findet er dich auch so geil. Ist okay, wenn wir Lied für Max Power spielen in der Zwischenzeit? Ja. Ist auf Englisch, das heißt I wish Max Power ruled the world. Max Power, Max Power, I wish Max Power ruled the world. Max Power, Max Power. Ich erzähl euch die Geschichte von dem Herrn.
Power, es läuft hier in Bonn, finde ich. Finde ich gut. Kann nur noch getoppt werden. Ich sehe hier relativ viele Donuts-Shirts im Publikum. Ich nehme an, ihr freut euch auf die Donuts, ist das korrekt? So recht, okay. Ja, die kommen nämlich bald, aber vorher spielen wir jetzt weiter. Ich habe noch 2 Stunden. Cool. Nein, 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 keine Angst. Wolltest du deren Slot auch noch übernehmen? Wenn wir schon mal dabei sind, wir spielen jetzt ein Lied. Da muss man jetzt ganz vorsichtig sein. Der WDR, eine öffentliche Anstalt, filmt mit. An dieser Stelle möchten wir uns doch mal ganz klar von jeglicher Form von Drogen und sowas distanzieren. Wir haben nie gesagt, dass Drogen gut sind. Wenn man mal genau zuhört bei dem Lied, sind wir sogar ganz genau gegen Drogen. Und wir haben auch alle Kameraleute heute versichert, dass das in der Medienbranche ein Gerücht sei. Die haben damit überhaupt nichts zu tun. Niemand in der Musikbranche oder irgendwas mit Technik nimmt Drogen. Alle gucken immer nur Serien, trinken Tee und essen Obst. Aber trotzdem halten wir es für unsere Pflicht, dass wir die Jugend, die da natürlich nicht so auf dem Pfad der Tugend ist, darauf hinweisen, dass man sich nicht im Park teure Drogen kaufen muss, die illegal sind. Man kann auch ab und zu mal in Muttis Kosmetikschränkchen schnüffeln. Das nun folgende Lied ist ein Lied für alle Chemiestudentinnen und Studenten. Sind welche da heute hier? Ihr seid die Zukunft von diesem Land. Ihr seid die Bildungselite. Auf euch bauen wir. Erfindet mal was Schlaues. Das Superlied heißt Neues aus der Hobbithek. Die blaue war nicht ohne, auch wenn ich sagen muss, falls ich bis morgen zitter, hätte ich gern den Anschuss. Ich lecke an der Kröte und spür noch immer nichts. Es ist erst dann eine Party, wenn jemand Es ist schön, ja, dass die Sparkasse einfach 5 Azubis herschickt, jeder wirft einen Ball her und das ist einfach billiger als alles andere Marketing des Jahres. Ja. Sind ja auch quasi Beamte, oder? Wir sind aber auch schön blöd, dass wir den Namen nennen. Die Volksbank hat viel bessere Angebote. Lass es lieber zur sagen. Finanzierung von Häusern. Glaube ich. Wir kommen jetzt zu einem Höhepunkt dieses Festivalsommers, liebe Freunde.
Wir spielen jeden Abend dieses Lied, wo es darum geht, dass wir versuchen, ein Lied genau 120 Sekunden lang zu spielen. Ja, das sind Vorschusslorbeeren, wir haben es ja noch gar nicht geschafft. Wir haben es noch nicht geschafft. Wir haben, die Quote ist bei 50-50 dieses Jahr, aber wir sind guter Dinge. Könnten allerdings auch nur 50% sein. Dass wir es jetzt schaffen, denn jetzt haben wir einen der größten Profis der ganzen Medien- und Musikbranche auf der Bühne. Bitte begrüßt mit uns unseren guten Freund und den alten Showhasen Ingo Dunert. Er hat... Ingo, sie machen einen Kreis für dich. Guck mal, Ingo, sie tanzen unsere Frisur. Tun sie nicht. Ingo, man muss jetzt fair sagen, wir haben das schon mal gemacht in Köln. Aber das war Indoor. Draußen ist es viel schwerer. Hast du geübt? Heimlich zwischendurch? Na, okay. Wir versuchen. Er ist ein alter Hase. Wo ist denn das Gerät? Ach, ich dachte, er würde das machen, weil er kennt sich mit Urheberrecht aus. Oh! Na? Oh. Er geht an dich. Er spielt. Oh, schön, Dicke. Er hält die Uhr. Und wir spielen, wir versuchen es zumindest. Das Lied 120 Sekunden, das sind 2 Minuten für die Skeptiker unter euch. Der schwierigste Moment ist der Moment, wo Max Power die Fernbedienung drückt. Ein Applaus für die Fernbedienung schon mal. Lied aus den 80ern, Gerät aus den 90ern. Was soll noch kommen? Max Power zählt ein. Dieses Lied ist ein vertontes Zeitmaß. Mach es an, wenn die Zeit nicht grad vorbei rast. Du willst wissen und nicht einfach nur vermuten. Gern geschehen, hier hast du 2 Minuten. Wir verkürzen dir die Wartezeit am Bahngleis. Oder wenn du mit der Bürste um den Zahn kreist. Hör das Lied genau 3-mal, kochst du ein Ei. Und schon ist deine Eikochzeit vorbei. Also vergiss mal deine Sand- oder Atomuhr. Das regelt für dich alles diese Tonspur. Du hast lang gesucht und jetzt endlich gefunden. Hier sind 120 Sekunden. Wir verstehen uns als Dienstleister am Kunden. Sport zu deine Runden oder starrst du auf den Test mit blauen Streifen, werden wir dich 2 Minuten lang begleiten. Vom Notar wurde es vermessen und verbrieft. Dies ist ein 2 Minuten langes Lied. Es kommt aus auch ohne Qualitätsgesänge. Es lebt nur von Genauigkeit der Länge. Also vergiss mal deine Sand- oder Atomuhr. Das regelt für dich alles diese Tonspur. Du hast lang gesucht und jetzt endlich gefunden. Hier sind 120 Sekunden. Ah, oh, oh, fast. Oh. Na, also ging noch schneller als gedacht. Ein paar Sekunden noch, dann hast du es geschafft. Wir zählen noch kurz runter. 3, 2, 1. Und schon sind 2 Minuten vorbei. Ingo Dunert, meine Damen und Herren. Ohne ihn sind wir gar nichts. Danke, Ingo Dunert. Jetzt muss er sich aber wirklich fertig machen. Wenn wir... Tschüss, bis gleich. Ach ja, ihr spielt ja noch. Gleich spielen die Dunert. Der ist ja gar nicht nur zum Urhalten hier. Wäre aber auch eine coole Geste. Wir kommen jetzt zu einem Lied. Oh ja, ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass eine neue Behörde eröffnet hat, die sich darum kümmert, dass cool. es weniger Plastikmüll auf der Welt gibt, was ja gut ist im Prinzip, oder? Und das ist ein Thema, wir. Das liegt auch immer mehr Bands am Herzen, habe ich gehört. Und weißt du, wo diese Behörde sitzt? Nein, weiß ich nicht. In Osnabrück? Nein! Doch! Oh. Und endlich gibt es was Gutes über Osnabrück zu berichten. Ja, sie sind gegen Plastikmüll, das war es aber auch schon. Sie sind heiß Osnabrück. Ich steige aus dem Zug und kann mein Glück kaum fassen. Meiner Zeit letzte Mal hier alles gleich gelassen. Schon der Bahnhofsplatz, der Zug war bei den
schätzen, wer hat sein Eigenheim? Ich atme ein und mir wird klar, ich bin wieder da, bin kümmern. Oh,
Hat man noch Bock? Ja, noch Bock. Haben wir noch Zeit oder haben wir nur noch Bock? Ja, ich hab noch den Durst. Wo ist Ingo mit der Uhr? Haben wir noch Zeit? Ingo, die Uhr. Ingo sagt, wir haben noch Zeit. Okay. Denke. Dann spielen wir noch einen. Was willst du? Es kommen wieder Liedwünsche auf, das ist gut. Nee, er will einen Roboter. Max Power, mach doch mal eine versöhnliche Bassdrum. Ich würde so 145 Beats per Million, ist immer geil. Das ist garantiert ein Hit. Ja. So, dass das ganz gut funktioniert, das haben wir eben schon gelernt. Das sind die Profis hier, die erkennen sofort. Aber wir brauchen auch die Halbprofis. Ja. An dieser Stelle brauchen wir wirklich einmal kurz alle Menschen, die zwei Hände haben und diese noch bewegen können. Es sind 4000, haben wir heute gehört. Ich will also 7000 Hände sehen. Und diese Melodie können mindestens 3800 von euch auswendig mitsingen. Sie ist sehr simpel. Sie geht so. Ja? Wir müssen langsam aber sicher zum Ende kommen. Ist das so? Aber es gibt zwei Möglichkeiten, sich noch wiederzusehen in diesem Leben, mindestens.
Nach diesem Konzert sind wir da hinten beim T-Shirt-Stand auf Getränke zu sehen, wenn ihr Lust habt. Oder aber am 15. Dezember sind wir in Köln in der Live Music Hall. Das wäre auch ein Angebot. Weil Köln und Bonn ja anders als andere Nachbarn dicke Freunde sind, habe ich immer den Eindruck. Ja, ist auch. Kommt ihr da einfach alle hin, wird geil. Könnt ihr fliegen, gibt einen Flughafen in der Mitte, das macht Sinn irgendwie. Aber vorher spielen wir euch noch ein Lied von unserem aktuellen Album, Shucky Lucky. Hat das jemand? Okay. Das Lied heißt Musik in meinen Ohren. So hier. Von Anfang an nicht so wirklich eingeladen, wir sind reingesneakt, aber es ist bis jetzt die beste des Sommers. Schönen Dank, Bonn, dass ihr hier mit uns seid. Unverhofft kommt oft, wenn bei uns irgendwann mal irgendwas ausfällt, dann rufen wir euch an und ihr kommt vorbei, okay? Ansonsten kommt jetzt wirklich, versprochen, unser letztes Lied und nach uns kommen die Donuts. Ich hab richtig Bock. Und wenn ihr die Nacht überlebt, spielt dann auch morgen noch die Subway. Und Van Holst spielen. Ihr habt ein Leben, Leute. So. Aber vorher unser letztes Lied. Ein kleiner Gruß an den Kater von morgen. Das war Montreal. Schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Dank, dass ihr Zebrahead heute verschmerzen konnte, dass sie nicht spielen. Die kommen bestimmt irgendwann nochmal nach Deutschland. Hier ist unser letztes Lied. Das heißt Tag zur Nacht. Dankeschön, Mann. Und Platz zugleich. Und
bald irgendeine Band ausfällt. Versprochen. Ciao. Aber erstmal in Köln. Dankeschön, vielen Dank. Ciao. Merci. Ja. Jonas, lass uns ein Foto machen. Ganz ehrlich, wir sehen uns nicht so oft. Können wir ein Erinnerungsfoto machen mit allen zusammen? Stell dich einmal kurz hin und heb die Hände hoch für uns. Das sieht schon mal sehr gut aus. Es riecht nicht gut, aber es sieht gut aus. Und es sieht noch besser aus von der Energie hier auf dem Foto. Wenn ihr Lärm macht gleichzeitig, mach mal Lärm!